Hei, her er den forvirrede svensklæreren. Det er lørdag morgen, og jeg sitter her med en kopp kaffe og kjenner meg veldig vel til mot. Jeg er stedet for vete svedisk lyre. Det er samstag morgen, jeg sitter med min kaffe. Og jeg skal ikke mer. Ser godt. Så, ich wollte hier ein bisschen über, nicht über Grammatik heute sprechen, aber ich wollte ein bisschen über Personennummer und Samordnungsnummer. Es existiert ziemlich große Verwirrung, wenn es kommt zu diese Termen. Und man sieht manchmal Sachen auf dem Internet, wo ich als Jobcoach denke, oh Gott, das will. Also, ich bin nicht nur Schwedischlehrer, ich bin auch Jobcoach. Ich habe sehr viele Menschen geholfen, nach Schweden zu ziehen. Ich habe auch Mediziner und Krankenpfleger für Region Stockholm rekrutiert. Ich bin diesen Prozess mit Personennummer relativ gut informiert. Also 100% ist es natürlich nicht. Also es kann sein, dass etwas ist falsch. Kann immer passieren. Ich habe auch 3 Kinder mit schwedischen Personennummern und ein Kind mit Samordnungsnummern. Alle meine Kinder sind schwedische Staatsbürger übrigens. So, was ist der Unterschied zwischen einer Samordnungsnummer und einer Personennummer? Wenn man hat eine Personennummer, hat man Wohnsitz in Schweden. Man ist angemeldet. Wenn man hat eine Samordnungsnummer, hat man in Schweden keinen Wohnsitz. Also 3 von meinen Kindern haben einen Wohnsitz oder in einem Fall hatte einen Wohnsitz in Schweden und hat dann Personennummer gekriegt. Und die Jüngste haben nie in Schweden gewohnt und hat dann Samordnungsnummer. Samordnungsnummer kriegt man, wenn man hat ein Anschluss zu Schweden, aber keine feste Wohnsitz. Also man wohnt nicht in Schweden, man zahlt nicht Steuer in Schweden. Diese Anknüpfung kann als Beispiel sein, dass man hat ein Haus in Schweden, ein Ferienhaus oder so, und da kriegt man eine Samordnungsnummer, sodass die schwedischen Behörden kann ein Auge auf das halten. Samordnungsnummer bedeutet nicht, dass man hat Recht, unbegrenzt in Schweden zu bleiben. Also nach der EU-Verordnung darf man in ein anderes EU-Land 3 Monate bleiben ohne Probleme, aber auch nicht länger. Man muss dann offensichtlich zurück nach Deutschland für 24 Stunden. Also wird ja nicht kontrolliert, ist ja interessiert ja kein Schwein. Aber so ist es. Wenn man hat vor, länger in Schweden bleiben, muss man sich anmelden. Das ist unbedingt nötig. Also sonst ist man in der schwarzen Bereich. Anmelden bedeutet auch, dass man Steuer in Schweden zahlt. Also man zahlt auch Steuer auf Einnahmen, das man in Deutschland kriege. Man darf nicht in Schweden wohnen, ohne angemeldet sein, ohne Steuern zu zahlen. Okay, was braucht man dann? Also eine Samordnungsnummer ist einfach zu kriegen. Das passiert normalerweise, weil irgendwelche Behörde sagt, okay, Haus muss registriert, braucht eine Samordnungsnummer. Man kann auch selbst sich um eine Samordnungsnummer kennen. Personennummer ist mehr kompliziert. Eine Personennummer zu kriegen, da gibt es 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine ist, dass man eine Arbeit in Schweden gefunden hat. Man kriegt einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, geht dann zu Skattemyndigheten
Und man muss da persönlich hingehen. Also man kann das nicht über Internet oder irgendwelche andere Weise machen. Man muss persönlich hingehen mit der Anstellungsbeweiset, Arbeitsvertrag, wo es steht, wo man arbeitet und wie viel man verdient da. Nach meiner Erfahrung muss es eigentlich ein fester Stelle sein. Also man sagt ja, dass es geht auch mit Zeitbegrenzung und so, aber meine Erfahrungen sind sehr negativ, sollte ein fester Stelle sein. Es kann eine Probeanstellung sein. Manchmal sieht man auf dem Internet, ja, ich muss auch zeigen, dass ich habe die letzten 6 Monate so viel verdient. Das ist so Blödsinn. Also darf nicht arbeiten ohne Personennummer. Also, ergo, kannst du nicht zeigen, dass du Gelder verdient. Der Personennummer ist, was steuert. Wenn du nicht nur 3 Monate zeitbegrenzt arbeitet, okay, das ist jetzt was anderes. Aber feste Anstellung steht, wie viel du verdienst, wo du arbeitest, wer dein Arbeitgeber ist. Das reicht. Zweites, was du musst haben, ist eine Adresse. Du musst eine eigene Adresse in Schweden haben. Ohne Adresse kriegst du keine Personennummer, weil auf dieser Adresse bist du dann angemeldet. Lecker. Ja, zweite Möglichkeit, eine Personennummer zu kriegen, ist, dass du wohnst in Schweden. Und dann musst du, wie gesagt, in Schweden angemeldet sein. Aber du hast genug Geld, dass du musst nicht arbeiten. Und das ist eine Rente aus Deutschland oder ob du hast ganz viel Kapital. Aber du musst sagen, dass du 15.000 Euro pro Jahr zur Vergnügung hast. Was ist der Unterschied zwischen Personennummer und Samenordnungsnummer? Meine Erfahrung ist, dass der Samenordnungsnummer ist keine gute Lösung. Also es begrenzt alles. Als Beispiel hatte ein von meiner Töchter Annika ein Samenordnungsnummer, wo sie hat ihr Personennummer gekriegt. Sie hat dann bei Uni Lund angefangen zu studieren. Und da baut man natürlich Personennummer, Samenordnungsnummer für alles. Samenordnungsnummer hat tatsächlich funktioniert bei zentralen Studienmaßnahmen, aber sie könnte nur ein Konto ohne Internetzugang öffnen. Also es war ein Konto, das, ja, es hat sehr begrenzte, sie können mit diesem Konto sehr begrenzt arbeiten. Und sie hatte alle möglichen Probleme mit dieser Samenordnungsnummer. Es ist auch, dass die meisten öffentlichen und halböffentlichen Systemen die Samenordnungsnummer nicht erkannt. Also es wird rot. Kein Personennummer. Falsche, ja. Sollte vielleicht nicht so sein, aber in der wirklichen Leben war es so. Also sie hatte wirklich Probleme mit der Samenordnungsnummer. Ja, so Personennummer ist eine bessere Lösung, wenn man da qualifiziert ist. Und wie lange dauert das? Ja, oh, ja, wie lange dauert das? Muss ich denken. Also bei Maria hat das 17 Wochen gedauert. Und mit Annika ging es ein bisschen schneller. Da hat es 12 oder 13 Wochen gedauert. Aber Annika hatte ein Samenordnungsnummer. Also sie hat da den Antrag gestellt. Fluktuiert. Früher ging es immer 3-4 Wochen, jetzt könnte es 3-4 Monate dauern. Es ist auch härter geworden. Also früher, als ich habe Krankenpfleger und Mediziner rekrutiert, haben die einen Arbeitsvertrag gekriegt, auch für das Sprachkurs in Deutschland.
Dann könnte man über so ein Trelleborg fahren vom Rostock, da zu der Steuerbehörde gehen und sagen, guck, hier ist der Vertrag, hier ist die Adresse, weil die hat dann auch eine Wohnung im Vorfeld. Und dann hat man eine Personennummer. Geht heute nicht. Letztes Mal ist er das versuchen für 2 Jahre. Hat überhaupt nicht funktioniert. So, es ist schwer geworden. Wenn man mit jemandem mitzieht, also wenn man ist verheiratet oder zusammenleben, muss nicht verheiratet sein, kriegt man auch eine Personennummer. Dann muss derjenige zeigen, dass er verdient genug Geld, die Familie zu ernähren. Oder diejenige. Das gleiche gilt für Kinder. Und für die Kinder ist es natürlich wichtig mit der Personennummer, weil ohne Personennummer ist es schwierig, die in die Schule zu kriegen. Also es ist nicht völlig unmöglich. Also ist mir auch gelungen ohne Personennummer, aber es macht das Leben sehr kompliziert. Okay, wenn jemand Fragen hat, darf ihr gern auf meine Facebook-Seite euch melden. Ich versuche die Fragen zu. Ich weiß nicht alle. Manchmal liege ich auch falsch, aber ich kann das immer kontrollieren. Und wäre sehr nett, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal abonniert. Es sollte jetzt irgendwelche Knopf geben, da oder da. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so bitte ausprobieren. Okay, schönes Wochenende. Hey da.